Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MD, muss mit. So, wir dürfen auf jeden Fall vor dem Euroleague-Spiel gegen die Bayern erstmal wieder trainieren. Zum Beispiel Acuna, der will ein bisschen durchsetzen üben, der will ja ein El Rondo auf jeden Fall, der will dann auch noch Chancenarbeitung. So schätze ich den Jungen ein, der will das, der kann das und der will Gas geben. So, wir trainieren mal Rosbach wieder. Der kriegt durchsetzen. Einfach durchsetzen und wen denn dann noch? Werner können wir auch trainieren. So ein L-Rondo für ihn. Und jetzt simulieren wir dann alles. Dann haben wir ein schönes Potpourri an dem F. Rosbach. Psst. Böser Junge. Kann ja nicht sein, dass du sowas fabrizierst. Mann, Mann, Mann. Oh, oh, oh. Wir dürften gegen die Bayern ran. Das wird schon brutal. 385% teurer geworden, der Junge. Wir haben eine Pressekonferenz gegen... Ja, wir motivieren unsere Jungs. Wir motivieren wieder. Motivation ist da heute die beste Lösung. Ich glaube, dass die Bayern heute Vollgas geben wollen, werden, müssen. Und ja, wir simulieren mal zu diesem epischen Spiel hin. So. Die Bayern sind ja momentan auch nicht so gut in der Tabelle gestellt. Also, vielleicht ist das so ein Fingerzeig, aber vielleicht wollen sie sich einfach auf die Euroleague konzentrieren, was ihnen aber auch nichts bringt, weil sie sonst nächstes Jahr vielleicht nicht Champions League spielen dürfen. Das ist dann auch so eine Sache, wo man sich denkt, na, was ist da denn los? Naja, wir dürfen auf jeden Fall gegen die Bayern ran. Und das versuchen wir natürlich auch. So, komm schon. So, danke. Ich bekomme das Spielchen. So, Teammanagement, ich muss wechseln, das auf alle Fälle. Adams kommt, dann kommt heute noch Kwon mit rein. Kwon darf hier Gas geben. So, Maidat kommt. Chambers geht raus, da kommt Merilles wieder für. Und für Johnny kommt für Avendo. Konkai Kwon geht raus, da kommt Brüner. Und Gintner kommen da. Die wechseln aber beide die Seite, oder? Nee, ich wechsle nochmal zurück. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Und ja, so gehen wir in die Partie gegen die Bayern. Hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht in der Top-Best-Besetzung gegen uns spielen. Aber international kann das gut schon mal sein. Vielleicht wollen sie auch aber national noch ein Stück weiterkommen. Und dann müssen sie fast Kräfte sparen. Damit wir, ja, damit sie noch eine Chance haben, ein bisschen in der Tabelle hochzuklettern. Ich habe jetzt die Tabelle nicht hundertprozentig im Kopf, wo sie noch hinklettern können und wo nicht. Zu uns haben sie auf jeden Fall schon den Riesenpuffer, oder wir haben den Riesenpuffer auf sie. Aber mal gucken. Und ja, wir dürfen in der Allianz Arena spielen. Also auswärts gegen die Bayern im Regen. Mal gucken, was wir da fabrizieren können. Also, hier sind schon mal gute Leute. Müller. Balde. Kenne ich jetzt nicht, aber wird sicherlich ein guter Spieler sein. Eieiei. Bayern kommt. Alter, wie sieht der durchsnackt? Boah, und Lempty mit der Reaction of the Year. Ohne Witz. Geil gemacht. Geil hinbekommen. So, Kwon wird der Ball abgenommen. So, den hat Lempty. Kein Thema. So, Gala. Nochmal zu Ian. Ah, Kwon, lauf weiter. Mensch. Kacknappel. Ulreich wieder Keeper. Ah, Kwon. Gala! Schade. Ecke. Zuma war da noch zwischen. Ah, schade. Aber Maidat im Ballbesitz. Ah. Adams wollte erst den Schritt nicht nach vorne gehen.
Was? Dann kommt die Grätsche. Und der trifft dann auch noch mit dieser Grätsche den Ball. So, Rode. So, Bayern sehr kontrolliert. Wir spielen aber trotzdem gut mit. So, mal gucken. Vielleicht können wir ja das Tor schießen. Wichtig wäre es auf alle Fälle. So, Vidal. So, Merelles ist da dazwischen. Oh, come on. Etwa Lebisch. Lempty. Sauer. Ecke, die nächste. So, einfach wegköpfen. So, geht mal hin hier. Oh, Lempty, wieder so eine geile Reaktion. Ja, Wahnsinn, was der da Dinger heute rausfischt. Nein! Dann schieße ich Lempty an. Alle, nur nicht das. Oh, wie bitter. Wie bitter. Der hat so gut gespielt. Oh. Die Rettung auf der Linie an den Keeper geschossen. Mann, aber der Druck von den Bayern war auch hoch. Oh, Außennetz. Wäre schön gewesen mit der direkten Antwort. Aber wollte nicht funktionieren. So, den Pissfehler haben sie schon zu oft gemacht. Aber Kwon drückt den da nicht rein. So, diesmal kommt aber der Walteball. Der Voideball. Und die Bayern bauen auf. Oh, mal die Seite wechseln. Danke. Bayern stehen sehr hoch, verschieben aber dann auch wieder wahnsinnig gut zurück. Boah, der kommt noch zu Kwon. Ah, schade. Benatia war da ein Stück schneller. So, Einwurf. Die Flanke ist für den Arsch. Die Flanke ist für den Arsch, muss man einfach zugeben. So, diesmal gibt es keine kurzen Pässe, oder wie? Was? Hat sich aber Müller schnell wieder aufgerappelt. So, Müller kommt. So, dranbleiben. Oh, come on. Ja. Lempty ist jetzt natürlich total verunsichert, kann dann den auch nicht rausfischen. 2-0 für die Bayern. Ja, so ein Eigentor macht fertig im Kopf. Obwohl er nichts dafür kann. Aber ich glaube, die KI ist da, oder die Moral ist da komplett anders programmiert. Auch wenn, dass der absolut nicht weiß oder dass die KI nicht weiß oder nicht begreift, dass er da nicht schuld ist. Das will ich sagen damit. Und es kann auch sicherlich gut so sein. So, 2-0 hinten. Gut, die Bayern im heimischen Stadion immer stark. Da brauchen wir nicht reden. So. Jetzt müssen wir endlich mal ein Kraut gegen die Bayern finden. Hier und heute. So, da wollt keiner hin. Ian, nochmal zurück. Ach, come on! Es gibt's nicht. Was, Gintner? Es gibt's nicht. Also bitte. FIFA, mach's noch ein bisschen offensichtlicher, dass ich dieses Spiel nicht gewinnen darf. Ja, komm. Der geht nicht mal ansatzweise auf ihn. Der Ball. So, Gala, schön. Schön von Gala. Adams kam da schön mit. Putz, der ist drin. 2-1, Anschlusstreffer.
Wir lassen uns hier von den Bayern nicht verarschen. Das können wir auch. Tore schießen. Und wir haben oft genug schon bewiesen, dass wir da zurückkommen können. Und das gegen die Bayern. Und das machen wir auch hier und heute. So, Werner. Raus auf Gala. Der haut die Bremse rein. Ah, schade. Da kommt ein Füßchen raus und da ist er weg. Komm, Druck. Das ist kein Foulspiel, Schiri. Der ist drüber gefallen. Wenn er 20 Schritte rückwärts geht, ist er selber schuld. So. Weil rückwärts ist nicht unbedingt die normale Richtung. So, schön von Merilles. Sauber. Extrem geile Grätsche von ihm. Quon nicht im Abseits, aber Ulreich ist zur Stelle. Ja, jetzt ist erstmal Halbzeit. Wir haben den Anschlusstreffer gemacht, also so weit sind wir nicht weg. So, Anstoß. Zweite Hälfte. Vollgas gegen die Bayern. Quon wird hier geschubst und gedrängelt. Das ist kein Foulspiel. Klar, Schiri, du lern mal die Regeln. Na, da kommt die Flanke, aber Lemty hat den. Hoffentlich hat er das Eigentor verdrängt, für das er eigentlich nichts konnte. Nicht nur eigentlich, er konnte nichts dafür. So, Druck aufbauen. Kommt schon, Leute. Na, wie sich der hier durchsetzt. Der Wahnsinn, aber... Ja, wenn die Flanke nicht kommt... Boah, die Grätsche geht vorbei. Boah, der geht auch vorbei. Vidal mit einem schönen Schuss. So, Lemty, weiter Ball. So, und jetzt aufbauen. Sauber zu Adams. Ian. Flanke, die ist nicht mal schlecht gewesen. Die war heimtückisch. So, Müller. Zu Angelo, der zu Caroli oder Caroldo. Na, so, der ist zu weit. Ah, shit, den hätte ich hoch machen müssen. Da wollte ich zu schnell zu viel. Na, komm schon. Gintner, sauber, schön gekämpft. So, das wird eine Schlacht heute. Ich stelle auf jeden Fall schon mal auf Konter. Ich glaube, das ist gegen die Bayern nicht verkehrt. So, der geht vorbei. 60. Minute. So, wir machen den weiten Ball. Özil bringen sie. Özil. Schöne Kombination. Ah, schade. Schöne Variante. Merilles schön dazwischen, aber das war nix. So, Zuma. Ja, komm. Der fährt den Ellbogen aus. Schiri. Auch wenn er den Ball hat, der kann auch faulen. Na, come on. Verspringt mir so blöd der Ball. So, sauber, schön gekämpft um diesen Ball. Quon! Ah, macht den doch! Ah, kommt schon, immer hinterher. Müller. Gegen Moritz. Boah, Adams kriegt den Bodycheck ab. Der Wahnsinn. So, welche Einwechslungen machen wir? Das ist eine gute Frage. Höchstwahrscheinlich gar keine.
Weil ich wieder nicht geguckt habe, dass ich irgendwie frische Spieler mitnehme. Naja, so. Dann machen wir mal keine, dann spielen wir so die 90 Minuten durch. So, Adams verteilt hier schön den Ball. Ah, den Ticken zu spät. Wollte ich den Pass machen. So, wir werden hier gekontert. Nix gibt's. Na, oh, shit. Boah, der geht vorbei. Ach komm, ich hab doch noch einen Trumpf im Ärmel. Bacic. Rollen, Anweisungen, Taktiken. Nee. So, fortsetzen. Oh, Bacic gegen Adams. Den starken Pass so kurz gespielt. Oh, Özil nimmt mir da ganz easy den Ball ab. So, hoher Druck, ein bisschen offensiver. Ein bisschen nur. Ah, Werner mit der Ecke. Zur Ecke geklärt. So, Ecke von den Bayern. Wo geht sie hin? Wo geht sie da nieder? Oh, ziemlich nah an Lämpti ran. So, Konter stellen. Ach komm. Verpiss dich mit der Taktik. Ohne Witz. Na, kommt da endlich mal einer. Ah, danke. Was soll der Mist? Das ist Zeitspiel, das wird normal auch geahndet. Aber egal. Und gleich nochmal. Hallo, geh hin! Der Wahnsinn. Oh, come on. Einwurf. So, kommt schon. Bacic! Nein, abseits! Es gibt's nicht. Oh, ich stehe auf totalen Angriff. Einwurf für uns. Hoher Druck. Ecke. Kommt schon. Oh, so knapp vorbei. Abstoß. Da kommt der Fehler. Oh, Kwon wird umgehauen. Das ist Elfmeter. Hallo. Was soll der Scheiß? Das war Elfmeter. Definitiv. Da kam der Bodycheck vorm Herrn. Das muss rot sein. Das ist Elfmeter. Raus mit ihm. Ohne Witz. Da braucht man nicht reden. Das war eine Torchance, eine astreine und ein Foul. Im 16er. Wenn sie Scheiße bauen und so kompensieren müssen, ist das Elfmeter. Ist so. Ende. Naja, egal. Wurde mal halt beschissen, kommt vor. Fehlentscheidungen sind halt auch mal drin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin, ciao!